Hallo und willkommen zurück zu Minecraft. Ich stehe gerade in einem Zaun. Warum auch immer. Okay, so bin ich gespawnt, dafür kann ich nichts, ist einfach so passiert. Wir gehen erstmal schlafen und ich habe, wie man sieht, schon 3 Bücherregale gebaut, denn ich habe ja... im letzten Part war ich ja, wie heißt das... aus dem Portal aus der Hölle rausgegangen und wollte dann aufs Screen zurückgehen und da habe ich halt ganz viele Kühe getötet. Eigentlich habe ich nur sau wenige getötet, aber ich habe halt das ganze Leder genutzt, um die 3 Bücherregale zu bauen. Und ich weiß gerade gar nicht, reicht das? Wie zur Hölle kamst du da rein? The fuck, die Leiche von der ist einfach ins Wasser gefallen. Dann noch ein Platschgeräusch gemacht. Wie ging das denn jetzt? Wie kam die da rein? What the fuck? Irgendwie bin ich jetzt ein schlechtes Gewissen, weil die wollte bestimmt nur bei ihren wahren Freunden sein. Das war bestimmt eine Kuh. Die war in Wirklichkeit im falschen Körper geboren. Und wollte eigentlich schon immer ein Schaf sein. Jetzt habe ich die einfach umgebracht. Das fühlt mich irgendwie ultra schlecht. Oh nee. Tut mir leid. Ja gut, dann bauen wir mal das restliche Zeug hier hin. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das hier ein bisschen rumbuggt. Ich kann mich nichts auf so einem super hohen Level verzaubern. Seht ihr? Das ist voll komisch. Soll das so sein? Versteht, um ehrlich zu sein, nicht. Was soll ich jetzt mal machen? Ich baue das kurz nochmal ab und baue das nochmal hin. Weil jetzt sieht man auch diese Zeichen da in das Buch reinfliegen. Okay, jetzt sind wir nicht mehr. Wartet mal. Regt mich irgendwie auf. Los, Zeichen fliegt ins Buch. Hab ich irgendwas falsch gemacht oder buggt da irgendwas? Weil ich kann einfach nichts auf einem hohen Level verzaubern. Ich meine, ich habe selber gerade nur 16 Level oder so, aber trotzdem müsste ich hier deswegen... Ja, da Level 12. Oder ich habe einfach so viel Pech, das kann auch sein. Achso, ich bin erst Level 13, ja okay. So, ich werde jetzt einfach mal den Bogen auf Level 13 verzaubern. So, aber ich hole ab jetzt, oder 12. Ich hole ab jetzt nämlich immer einen Bogen mit. 11. Boah, das ist so viel einfacher, das auf der Xbox zu, auf der Konsole zu machen, als auf dem PC. Muss man einfach nur mal zweimal drücken. Mein Gott. Da, 13, perfekt. Stärke 2, okay, cool. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist oder nicht, aber naja. So, dann ein bisschen Brot essen. Ich habe schon fast keins mehr. Vielleicht habe ich auch noch, ich glaube, ich habe davon auch ein bisschen was gebraten. Diesen Part werde ich wieder ein bisschen über Fragen reden und ich gucke jetzt mal direkt die erste. Ich guck die erste. Und zwar ist das... Ups, falsches Ding geöffnet. Da. Auf Twitter eine Frage von dem Mongo zockt. Der hat einfach gefragt, welchen PC ich habe. Und da kann ich, um ehrlich zu sein, keine wirkliche Antwort drauf geben. Ich glaube, ich habe das ja schon mal gesagt. Ich habe mir vor... Ja, 4 oder 5 Jahren... Ne, okay, 4 Jahren, glaube ich. 4 oder 5 Jahren. Ich glaube, 4 Jahren ungefähr. Meinen ersten PC gekauft. Vorher hatte ich noch nie irgendwie einen PC oder sonstiges. Ich hatte zwar eine Wii oder so, aber das hat ja nichts mit PCs zu tun, also eine Konsole halt. Und ja, habe dann meinen ersten PC bekommen. Das ist derselbe PC, den ich jetzt immer noch habe. Das Einzige, was ich an dem PC geändert habe, ist, dass ich da eine Grafikkarte ausgetauscht habe. Und ich habe von, ich glaube, 4 GB hatte der am Anfang 4 GB RAM. Jetzt hat der 16 GB RAM. Ist eigentlich übertrieben, weil der PC das gar nicht ausnutzen kann. Aber ich habe mir gedacht, ich upgrade den so nach und nach. Aber mittlerweile habe ich keinen Bock mehr. Ich kaufe mir einfach irgendwann einen neuen. Genau, das wollte ich gucken. Hier ist Fleisch drin, ne? Oh ja, oh ja. Und ja, die Grafikkarte, weiß ich nicht, was das vorher für eine war. Die war so ganz klein, das war so ein Mini-Ding, wie so ein Handy oder so, so groß. Also so richtig die kleine Krüppelkacke. Und jetzt habe ich so eine Nvidia GT, was weiß ich was, X680 oder so. Also auch keine gute wirklich. Das ist aber auch schon länger her, dass ich die gekauft habe. Und ja, ich kaufe mir irgendwann einfach einen neuen PC. Also ich weiß sonst gar nichts von meinem PC. Ich weiß nicht, was da drin ist oder sonstige Scheiße. Ich habe Windows 7, das weiß ich noch gerade so. Aber ich habe, dafür, dass ich Let's Player bin, überhaupt gar keine Ahnung von PCs. Also ich kenne mich damit sau nicht aus. Überhaupt gar nicht. Und ich kaufe mir irgendwann für recht viel Geld, ich habe zusammengespart, habe nochmal einen richtig guten neuen PC, wo ich dann erstmal jahrelang nichts dran ändern muss. Das ist, denke ich, eine gute Investition. Dann von dem Pascal, auch immer noch auf Twitter. Welches war die erste Konsole,
Okay, das ist jetzt irgendwie, das ist voll passend, weil ich gerade eben darüber geredet habe. Erste Konsolenspiel, was du... Ne, was? Welches war das erste Konsolenspiel, was du gespielt hast? Und auf welcher Konsole? Ach so. Ja, okay, das ist dann nochmal ein bisschen anders. Ich habe jetzt gedacht, das ist die Frage, welches meine erste Konsole war. Könnte ich auch gleich beantworten. Mein erstes Konsolenspiel, was ich jemals gespielt habe, war... Boah, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich weiß, dass ich früher bei... Ist das mein Onkel oder war das mein Tante? Ich glaube, mein Onkel, genau. Die hatten einen Gameboy. Weil die hatten auch Kinder und die haben halt einen Gameboy gehabt und so und haben wir auch selber immer damit gespielt. Und da hatten die Tetris, da habe ich immer gespielt. Die hatten, meine ich, sogar Pokémon, aber da hatte ich irgendwie keinen Bock drauf. Pokémon Rot, glaube ich. Oder ich glaube, da durfte ich nicht spielen, weil da kann man ja nur einen Spielstand haben. Ist ja klar, und dann hätte ich den ja löschen müssen oder hätte irgendwas kaputt gemacht. Und ja, da habe ich auf jeden Fall Tetris gespielt, das weiß ich. Ach, immer diese Kack-Treppenkuh. Und ich habe auch auf der... Och nein, warum? Jetzt muss ich da irgendwas schlachten. Auf der NES Mario gespielt, weil mein Vater hatte eine NES. Und da habe ich immer Mario drauf gespielt. Ich glaube, ich töte jetzt mal ein Schaf, aber welches? Ich glaube, das blaue, irgendwie brauche ich die blauen Wolle-Dinger gar nicht. So, außerdem, zwei Schafe reichen ja immer noch. So. Okay, tut mir jetzt ein bisschen leid, ist jetzt vielleicht ein bisschen verstörend, aber naja. Armes Schaf oder arme Schafe. Ja, da habe ich da gespielt und ich weiß jetzt nicht, was ich zuerst gespielt habe. Okay, die Konsole, die Frage, um die Frage zu beantworten, mein erstes Konsolenspiel, was ich gespielt habe, denn ein Gameboy ist ja keine Konsole, war Super Mario Bros. Stimmt. Auf der NES von meinem Vater. Mein erstes eigenes, ja, Spielgerät, kann man sagen, war ein Game Boy Advance SP, der rote. Den wollte ich eigentlich in der Groudon-Edition kaufen. Oder ne, in der Glurak-Edition. Warum geht das nicht? Oh. Aber den hatten die irgendwie nicht mehr und deswegen habe ich mir einfach den roten gekauft, weil ich dann, ja, das war am ähnlichsten, weil dieser DS war eben, der DS, dieser Groudon oder Glurak Game Boy, die waren eben rot. Soll ich jetzt einen Hund töten oder was? Ich kann doch nicht meine Hundis töten. Nee, ich will die nicht töten. Der tut mir viel zu leid. Gott, ich bin so dumm, ey. Ja, aber ich kann jetzt auch keine Kühe mehr vermehren. Das ist doch so eine Scheiße. Sind hier irgendwo Tiere rum am Gammeln oder so? Ach. Ich muss mal hier unten drunter vielleicht ein paar Tiere töten gehen. Vielleicht geht das dann. Und ja, das war halt so das Erste, was ich so gespielt habe in dem Bereich. Ich denke, damit ist die Frage auch beantwortet. Und ja, mein erstes eigenes Spiel war dann Pokémon Feuerrot. Welchen Kuchen isst du gerne? Auch von demselben Typen. Und darunter hat sogar noch der Dennis gefragt. Ebenfalls dasselbe. Hast du einen Lieblingskuchen? Interessant, also zwei Leute, die dieselben Fragen stellen. Dann auch so eine komische Frage. Habe ich einen Lieblingskuchen? Ja. Ich esse ultra, ultra gerne. Also keinen selbstgebackenen Kuchen jetzt, sondern diesen Milka-Kuchen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der ist so lecker. Da ist oben so eine richtig fette Schicht von so Schokolade, so Milka-Schokolade mit so weißer und schwarz, also schwarzer Schokolade, ach nee, so weiße und halt normale Schokolade. Boah, und das ist so lecker. Das ist so richtig süß. Ich mag total gerne einfach so richtig übertrieben süße Sachen. Ich weiß, dass das viele überhaupt nicht haben können. Oder auch so richtig würzige oder scharfe. Ich esse irgendwie so extreme Sachen sehr gern. Sehr scharf, sehr süß, sehr sauer. Sowas esse ich total gern, außer bitter. Das ist eklig. Ich meine, bitter. Ja. Ich kenne keinen Typen, der gerne, oder keinen Menschen, besser gesagt, der gerne bittere Sachen isst. Ach nee, ich wollte doch... Ach, bin ich doof. Ich wollte da hinten die Kühe doch töten. Das wäre die Katze, die mich immer daran erinnert, dass ich keine Katze habe. Und mein Lieblingskuchen ist ja der Milka-Kuchen von Milka, denke ich mal. Also den kann man so im Kühlregal oder was weiß ich was, wo man halt so tiefgefrorene Kuchen kaufen kann. Den kann man da kaufen und der ist richtig lecker. Also den kann ich nur empfehlen. Habe ich aber auch schon lange nicht mehr gegessen. Den esse ich echt sehr, sehr gerne. Ja, und sonst esse ich noch so Käsekuchen gerne. Oder Schokokuchen allgemein. Ja, Schokolade. Das esse ich sehr gerne. Aber der Milka-Kuchen ist definitiv mein Lieblingskuchen. Früher habe ich auch noch sehr gerne, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, diese Benjamin-Blümchen-Torte gegessen. Die gibt es, glaube ich, heute immer noch. Die habe ich früher richtig gerne gegessen. Die habe ich auch immer bekommen, wenn irgendwas Besonderes war, so Geburtstag oder so. Wie komme ich jetzt am besten da runter, ohne zu sterben?
Hier durch. Stimmt. Habe ich extra einen Weg gebaut, ich Trottel. Ich muss jetzt mal hier rum alle möglichen Tiere töten, damit ich wieder züchten kann, weil ich kann einfach nichts machen, solange hier so viele Tiere sind. So. Hallo, hallo. Hier ist es hier bestimmt gar keiner. Da unten ist ein Ozelot, den werde ich jetzt mal killen. Ganz dreist. Ich habe ein Schwein gehört. Geiler Versuch, muss ich schon zugeben. Ich gucke noch schnell, bevor ich den ermorde. Oh, die guckt so süß. Guckt doch nicht so süß. Tut mir leid. Eine andere Frage. Da. Wo bist du geboren und wie oft hast du als Kind, bist du als Kind in eine andere Stadt gezogen? Und wo wohnst du jetzt und mit wem? Von Pete's Meat Flo. Wo ich geboren worden bin, genau, und wo ich jetzt wohne, sage ich lieber nicht, weil ich weiß nicht. Ich will eigentlich gar nicht, dass man das unbedingt so genau weiß. Aber ich bin... Ich weiß gerade gar nicht, wo das ist. Das ist eigentlich gar nicht so weit weg von hier, wo ich jetzt auch wohne, wo ich geboren bin. Aber ich bin als einziger... als einziger... Oder beziehungsweise aus meiner Familie bin ich am weitesten weggeboren. Weil meine Mutter und mein Vater, die sind hier, wo wir jetzt wohnen, in der Nähe, glaube ich, bei... Ja, die sind sehr, sehr nah hier dran, wo wir jetzt wohnen. Also nicht im gleichen Dorf, aber... Oh, da ist Lava. Da gehe ich jetzt mal hin. In der Nähe halt, wo wir jetzt wohnen, geboren. In einem anderen Dorf halt. Oder, ja, Dorf. Ne, okay, das eine ist eine Stadt. Meine Mutter ist in einer ganz kleinen Stadt geboren. Und... Ja, mein Vater in so einem Gammeldorf. Und... Hat auch so Bauern als Familie. Weinbauern und sowas. Wo ich keinen Wein trinke, ist sehr nützlich. Oder sehr praktisch, besser gesagt. Warum wachsen da Pilze drauf? Und... Da unten ist eine Höhle, geil. Sollte die Höhle, die ich die ganze Zeit gesucht habe, die ganze Zeit in der Nähe von meinem Haus gewesen sein? Oh mein Gott. Und, ja, ich bin, beziehungsweise, die haben dann halt, glaube ich, geheiratet oder so irgendwas und sind dann halt recht weit weggezogen. Die haben sogar, glaube ich, mal im Saarland gewohnt. Ja. Und da wurde ich dann halt auch geboren, also nicht im Saarland, sondern halt, wo die da hingezogen sind. Warum genau ist das da? Ach, weil hier was runterfließt. Das hier ist voll geil. Ich wundere, dass hier nichts brennt. Und ja, da wurde ich dann halt geboren. Dann sind die wieder zurückgezogen. Ernsthaft? Jetzt ist hier einfach eine Höhle, wo ich schon drin war. Okay. Ja, also die sind dann wieder zurückgezogen. Und da wurde man dann, hat mein Bruder dann halt geboren. Also da, wo wir jetzt wieder wohnen. Da, wo, glaube ich, auch meine Mutter wohnt. Ich weiß gar nicht, ob geboren wurde, nicht, wo die wohnt. Ich weiß gerade gar nicht, ob die da auch geboren worden ist in der kleinen Stadt. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, bin ich am weitesten weg aus meiner Familie geboren. Und ja, jetzt wohne ich mit meiner Familie noch zusammen. Also mit meiner Mutter, meinem Vater, meinem Bruder. Und meinem kleinen Bruder. Ich weiß nicht, ob das jetzt wichtig ist. Ich weiß nicht, ob ich hier voll die Zeit verschwende. Ich glaube schon. Weil hier sind einfach nirgendwo Tiere. Wow, toll. Bester Part. Oh, komm, ich gehe jetzt einfach in eine Höhle. Ich habe den Knitscher wieder Lust. Den ganzen Part lang gar nichts. Oh! Ich kotze bald alles voll. Was ist meine Welt für eine langweilige Welt? Da ist einfach nichts. Es gibt hier einfach nichts. Hier ist nichts Besonderes. Hier gibt es einfach gar nichts. Egal, wo ich reingehe. Oh, das ist eine Höhle. Oh, ist doch keine Höhle. Oh, da ist was. Das sieht aber spannend aus. Oh, ist doch ultra langweilig und unspannend. Ist einfach überall so. Oh, da könnte aber gut aussehen. Weh, das ist auch wieder nur so eine Kacke. Und ja. Wie gesagt, wo genau ich jetzt wohne, will ich jetzt auch nicht sagen. Aber wir wohnen in übelst dem Gammeldorf. Das habe ich ja schon mal erwähnt. Und davon gibt es genug in Deutschland, deswegen... Sollte das nicht zu sehr spoilern. Andere Frage, bevor ich jetzt schon wieder nur Sachen abbaue, was langweilig ist. Mach mal bitte ein Projekt mit anderen Spielern, wie zum Beispiel eben... Ware oder so, also so ein PvP-Projekt, hat Arthur Gauss gesagt, das ist keine Frage, aber da rede ich gleich noch drüber. Dann hat der Gali-LP gefragt, wenn es ein Kartenspiel gäbe, so ähnlich wie Yu-Gi-Oh! Nur mit YouTubern, was würde deine seltenste, stärkste Karte sein? Super komische Frage irgendwie, besonders weil ich jetzt gar nicht genau weiß, wie man darauf am besten antwortet, weil ist denn die beste Karte auch die, oder beziehungsweise ist die stärkste Karte auch die beste? Kann man so sagen? Hm, man weiß es nicht. Auf jeden Fall glaube ich, dass zum Beispiel so jemand wie Cold Mirror, sowas wie Weißer Drache oder Schwarzer Magier, wer versteht das? So eine bisschen ältere Karte, die
heutzutage jeder scheiße findet. Wo alle sagen, boah, ist voll unnütz, voll dumm und so. Aber dass Leute, die früher die kannten oder eben den Wert von der Karte schätzen, die auf jeden Fall noch mögen und es auch sehr wahrscheinlich ist, dass das die Lieblingskarte derjenigen ist. Das ist halt zum Beispiel bei mir. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe ja gesagt, Absolut Zero ist meine Lieblingskarte, aber so Karten wie Schwarzer Magier oder Weißer Drache mit dem alten Artwork oder Rotaugendrache sind natürlich auch immer so Highlights und All-Time-Favorites, die man nie toppen kann. Und so ist, denke ich, Cold Mirror, oder nicht? Ich denke, das ist ganz gut beschrieben. Was wäre denn sonst noch so was? Was sind denn so richtig gute Karten, die es heutzutage gibt? So was wie... ich würde sagen, zum Beispiel so Leute wie Ungespielt oder so. So Leute, die halt neu sind und recht bekannt. Das sind so... wie diese Exis-Karten. Viele mögen die nicht, besonders halt ältere Spieler. Die finden, die sind zu OP. Und zu stark. Aber die sind halt einfach gut. Und wenn man sich drauf einlässt, sind die doch gar mal so schlecht. Das hat, denke ich, vielleicht auch gut beschrieben, oder? Weil das beschreibt so gut, dass viele, die früher, also beziehungsweise die alten YouTuber, die denken sich also, boah, ey, der hat ultra viel Fame und so. Und ja, so Sachen halt so, dass der gar nicht verdient und so Zeugs. Aber ich würde mal sagen, der ist jetzt nicht unbedingt jemand, der das nicht gerade so verdient hätte, weil der macht ja schon viel Mühe, habe ich ja schon mal gesagt. Und ja, also die neuen erfolgreichen YouTuber, die so ein bisschen gehypt sind, das sind, denke ich, so Exis oder Synchro-Karten, oder? Das könnte man auch gut so nehmen. Aber das ist jetzt eigentlich nicht so richtig die Frage, weil er hat gefragt, was meine stärkste Karte und so. Ja, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Das will ich auch irgendwie gar nicht beurteilen, weil man kann nie sagen, der und der ist besser als der. Diese Ecke da, ich muss jetzt mal irgendwas daran ändern. Ich würde sagen, das war jetzt super der unnütze Part. Ich habe eigentlich nur über Sachen geredet und sonst gar nichts gemacht. Das stört mich so hart. Ich weiß nicht warum. Doch, sieht schon besser aus, ne? Also ich finde, das sieht jetzt besser aus vorher. Oder? Ach, komm ich das jetzt, oder? Ja, leck mich am Arsch, ey. Ich geh jetzt pennen, dann ist gut. Sorry, Hundis. Ich finde es süß, wie die da auf dem Teppich sitzen. Das ist voll... das ist sweet. Ich könnte da vielleicht noch so einen kleinen Wasserbelt da reinbauen. Da baue ich im nächsten Part, genau. Und jetzt habe ich überhaupt nichts in dem Part gemacht. Ich würde sagen, wir sehen uns trotzdem im nächsten Part. Denkt dran zu wetten. Das war jetzt irgendwie sehr kacke, aber so ein Part muss auch mal sein, ne? Bis dann. Und hat nicht geleckt. Aber das Update ist immer da draußen, nur als Info. Tschüss.